Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode, zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Heute ist mal wieder eine Samstagskonferenz dabei, weil sich das in den Kommentaren immer häufiger gewünscht wird. So soll es dann sein, habe jetzt auch mal die Zeit dafür gehabt. Bleibt schön sportlich fair in den Kommentaren. Ansonsten will ich gar nicht groß rumlabern. Schaut noch gerne die Prognose zum Spiel Liverpool gegen Everton. Das Merseyside Derby findet heute am Mittwochabend statt. Ansonsten, wie gesagt, fertig mit dem Gelaber. Los geht's jetzt aber erstmal mit Frankfurt gegen Hertha. Am Freitagabend empfängt Eintracht Frankfurt Hertha BSC in der heimischen Commerzbank Arena. Frankfurt hat eine kleine Niederlagenserie in der Liga hinnehmen müssen, die Hertha unter Klinsmann auch im ersten Spiel zunächst erfolglos. Sie verloren gegen Dortmund. Die erste Möglichkeit, Philipp Kostic mit dem Freistoß aus einer nicht allzu schlechten Position. Tritt er da nicht schlecht. 15 Minuten waren hier von der Uhr. Gute Möglichkeit zum Führungstreffer für die Gastgeber. Die Hertha brauchte, um sich zu sammeln, kam dann aber so langsam besser rein in die Partie. Selke zu Maximilian Mittelstädt und der bleibt eiskalt vor Renault in der 24. Minute. Der erste Torschuss der Blau-Weißen führt direkt zum Treffer. Ärgerlich für Frankfurt, die bis dato die bessere Mannschaft waren. Sie wollten schnell zurückschlagen, setzten sich wieder im gegnerischen Strafraum fest. Rode so letztendlich der Nutznießer einer guten Passstaffette, doch Thomas Kraft in einer sehr guten Situation zeigt eine Parade, die man wohl lange nicht mehr von ihm so gesehen hat. 0:1 nach 45 Minuten, das war schmeichelhaft für die Gäste. Frankfurt versäumte es einfach, die Möglichkeiten zu machen, die waren nämlich ohne Zweifel vorhanden. Wieder eine Standardsituation für eine Möglichkeit, aber nicht wirklich gefährlich. 47. Minute, Davy Selke ist da als letzter noch dran, macht ihn nicht wirklich gefährlich für Thomas Kraft, der hält den fest. Doch Frankfurt weiterhin die bessere Mannschaft, die Klinsmänner ruhten sich auf diesem Ergebnis so ein wenig aus. Toro auf der rechten Seite, super Flanke und Paciencia steht am zweiten Pfosten bereit. Der Ausgleichstreffer absolut verdient. Da kommt Boyata einen Schritt zu spät. Kraft ist überwunden. Doch davon gekitzelt nun die Hauptstädter wieder besser unterwegs. Selkis, Jelbret, Luke Bakio. Da kommt kein Frankfurter ran. Grujic schlägt raus zu Maximilian Mittelstädt. Die Flanke und da ist Jelbret. 62. Minute. Die Hertha geht postwendend wieder in Führung. Rode kommt nicht gut rein. Springt nicht hoch genug. Die Schlussphase. Frankfurt wollte sich mit Mann und Maus gegen diese Niederlage stemmen. Hertha machte das jetzt in der Defensive, aber clever. Und wollte auch nichts mehr zulassen. Philipp Kostic. Die letzte Chance nochmal. Kamada. Zu wenig machen sie daraus aus ihren Möglichkeiten. Wie schon im ersten Durchgang. So blieb es am Ende beim 1:2, das glücklich für die Hertha zu Ende geht. Frankfurt hätte mindestens den Punkt verdient gehabt, aber wenn man seine Chancen nicht macht, dann geht man eben als Verlierer vom Platz. Und damit ein ganz herzliches Hallo in der Konferenz am Samstagnachmittag. Wir beginnen in Augsburg. Der erste FSV Mainz 05 konnte am Montagabend mit 2:1 Eintracht Frankfurt schlagen. Die Augsburger mussten sich mit einem 1:1 begnügen beim ersten FC Köln. Am Ende waren es ja nur noch 10 Mann gegen 10 Mann. André Hahn dementsprechend gesperrt. Wir dürfen gespannt sein. Schauen jetzt nach Freiburg. Wo der SC Freiburg die Wolfsburger empfängt. Zuletzt mussten sich die Breisgauer mit 4:2 geschlagen geben beim Tabellenführer. Aber sie gaben sich niemals auf. Hauten alles rein bis zum Ende.
Doch sie standen dann mit leeren Händen da. Trotzdem war das wieder à la Bonheur. Wolfsburg verlor 2:3 gegen Werder Bremen zu Hause. Auch die haben wieder etwas gut zu machen. Wir dürfen gespannt sein. Ebenso wie auf die Partie in Mönchengladbach. Wo wir noch auf die Aufstellung der Fohlenelf schauen, des Tabellenführers. Zu Gast ist der FC Bayern München, der unter Hansi Flick die erste Niederlage hinnehmen musste. 1:2 gegen Leverkusen. Die Chancen, die sie dort hatten, teilweise kläglich vergaben. Wir blicken hier auf die Aufstellung der Gäste und gehen dann noch zum Tabellenzweiten. Das ist aktuell RB Leipzig, werden von vielen Experten schon als Meisterschaftsfavoriten ausgegeben. Heute muss erstmal Hoffenheim geschlagen werden, die nach 2 Spielen in Folge zu Hause mal wieder auswärts ran dürfen. Zu Hause lief es ja nicht ganz so gut. Die Aufgabe wird nicht leichter für die Schröder-Elf. Leipzig hier klar in der Favoritposition, ebenso wie Dortmund zu Hause. Gegen Fortuna Düsseldorf muss man aber auch erstmal gewinnen als BVB. Zuletzt haben sie ja in Unterzahl das 2:1 gegen Hertha über die Zeit bringen können. Doch Düsseldorf hat gezeigt zuletzt, dass sie immer unangenehm werden, bis zum Schluss kämpfen. Unter anderem durch den Einliner Doppelspitze Rufen Hennings. Auch er wird heute wieder im Fokus stehen. Die Konferenz beginnt hier im Signal Iduna Park. Dortmund in den gelben Trikots von links nach rechts im ersten Abschnitt gegen Düsseldorf in den roten Trikots. Es war wichtig für Lucien Favre gegen seine Ex-Herthaner den Dreier einzufahren. Doch er muss weiter liefern bis zur Winterpause. Ansonsten wird da keine Ruhe einkehren. Fortuna Düsseldorf hier mit dem Ballgewinn. Geht's mal schnell in die andere Richtung. Alfredo Morales mit dem Fehlpass. Die Dortmunder müssen auf Mats Hummels verzichten, der eben mit Gelb-Rot vom Platz flog. Das dürfte durchaus interessant werden. Akanji und Zagadou dafür in der Defensive. Erste offensive Annäherung jetzt von Dortmund. Jadon Sancho mit dem Antritt legt in die Mitte. Witzel, gutes Auge für Marco Reus. Und Zach Steffen bekommt schon mal zu spüren, was heute auf ihn zukommen könnte. Die erste Chance hier, wir schauen nach Gladbach. Gab auch eine dicke Möglichkeit, nicht ganz so dick wie in Dortmund, aber trotzdem nicht schlecht für Borussia Mönchengladbach, doch sie konnten diese nicht nutzen. Jetzt Bayern im Vorwärtsmarsch. Thomas Müller treibt den Ball nochmal raus mit der Hacke zu Leon Goretzka, da ist Kimmich, abgefälscht von Benzel Baini vor die Füße von Robert Lewandowski. Und wir haben den ersten Treffer der Konferenz. 8. Minute, Robert Lewandowski schlägt zu. Der Gästeblock ist höchst erfreut. Und der Tabellenführer muss sich ärgern, das war vermeidbar. Benzel Baini kriegt es nicht richtig geklärt. Lewandowski steht zu blank. Für Jan Sommer ist nichts mehr zu halten. Das ist ein sehr guter Start für den FCB. Wir schauen drauf, wie die Gladbacher reagieren. Gehen jetzt aber erstmal eine Station weiter und schauen in Augsburg vorbei. Wir warten auch auf die erste Tormöglichkeit. Zerfahrene Partie hier zu Beginn. Abseitsposition von Aaron Martin. Korrekt entschieden. Lichtsteiner rückt gut raus. Und dann ist das ein knapper Meter bis anderthalb Meter. Wichtiges Duell für beide Mannschaften, um sich vielleicht von der Abstiegszone zumindest etwas zu entfernen. Auf Nuancen kann es ankommen. Sergio Córdova. Da wäre deutlich mehr drin. Aber es geht direkt in die andere Richtung. Onisivo. Das Tempo haben die Mainzer. Und das Selbstvertrauen mittlerweile auch. Durch Achim Bayerlotzer eingehaucht. 6 Punkte aus 2 Spielen. Könnte schlechter laufen.
Dem FC Augsburg fehlt aktuell der Zugriff und Pierre Kunde hat die Übersicht. Danny Latzer. Im Endeffekt gut jetzt von Tin Yedwai geklärt. Viertelstunde knapp von der Uhr. Wir warten auf eine gute Tormöglichkeit. Marco Richter, Lichtsteiner, gut. Zu Rani Khedira. Da ist Cordova, der setzt sich sehr gut durch. Und Robin Zentner verhindert den Rückstand. Da haben wir unsere erste Topmöglichkeit. Wie sieht's denn bitte in Leipzig aus? Ganz in Ordnung, offene Partie. Erste Halbchancen ergaben sich bereits. Wirklich brenzlig wurde es aber nicht. Und auch hier haben wir die ein oder andere recht überflüssige Abseitssituation. Das muss Sagis Adamian erkennen. Auch der Ball von Robert Sko kommt deutlich zu spät. Leipzig stellt sich dann einigermaßen clever an. Profitiert von der Unzulänglichkeit der Sinsheimer. Leipzig muss sich aber auch erstmal wieder konzentrieren. Das 3:2 gegen Paderborn wurde am Ende dann doch knapper, als man das sich erhofft hatte nach den ersten 45 Minuten, wo man mit 3:0 bereits führte. Heute sind sie in der Defensive erstmal gewappnet. Christopher Nkunku setzt sich da gut durch. Baumann mit der Faustabwehr. Aber Nkunku bleibt dran. Hoffenheim etwas zu zaghaft in dieser Situation. Wo bleibt der Abschluss? Konrad Leimer nimmt ihn sich. 24 Minuten von der Uhr. Konrad Leimer mit der besten Chance. Baumann pariert. Wir gucken in Freiburg mal nach, wie es da läuft. Ebenfalls durchaus offen hier. Der VfL Wolfsburg hat wieder etwas abzuliefern nach zuletzt einer etwas schwächeren Periode. Lange Zeit waren sie ungeschlagen in der Bundesliga. Das hat sich mittlerweile fast ins Gegenteil gespiegelt. Man ist damit beschäftigt, langsam wieder Punkte zu sammeln, die Euroleague-Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. Ansonsten heißt es am Ende möglicherweise Tabellenmittelfeld. Aber so schwarz muss man noch nicht malen. Sie sind voll dabei. Doch der SC Freiburg immer ein unangenehmer Gegner. Christian Günther, sehr gute Aktion. Franz aus der zweiten Reihe. Immerhin mal ein Abschluss. Hier steht es weiter 0:0. Wir warten auf das nächste Tor in der Konferenz. Kriegen wir es in Dortmund vielleicht? Dortmund ist zumindest dran. Doch mehr und mehr verzweifeln sie an Zach Steffen, der eine sehr gute Partie mal wieder abliefert, muss man ja so sagen. Nun ein Fehlpass und für Düsseldorf kann es in die andere Richtung gehen. Erstmal auf die Defensive versteift, aber nicht chancenlos. Doch Dortmund macht das auch ohne Hummels in der Defensive weitestgehend gut. Doch jetzt schleichen sich hier unzureichende Fehlpässe ein und dann kann es mal ganz schnell gefährlich werden ebenfalls. Aber auch bei Düsseldorf, das ist hier noch lange nicht Fußball auf hohem Niveau. Steht eben auch viel auf dem Spiel. Sancho quer zu Axel Witzel. Der muss es jetzt eigentlich machen. Tor in Freiburg hält den Ball. Wir schauen nochmal drauf und gucken dann nach Freiburg. Da ist der zweite Treffer der Konferenz gefallen. Die Führung für die Gäste. 37. Minute. Maxi Arnold mit dem 1:0. Wout Weghorst schlägt zu. Diese Situation gab es schon mal umgekehrt, da hat Arnold für Weghorst aufgelegt, da hat es noch nicht so gut geklappt, jetzt legt er in die Mitte, aus halblinker Position zieht dann Arnold drauf, lässt da Marc Flecken, keine Möglichkeit. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal ins Rollen vor dem Seitenwechsel und schauen nochmal in Gladbach vorbei. Die Bayern spielen das sehr dominant runter. Muss man ihnen lassen. Richtig gutes Spiel, was sie hier abliefern. Flanke von der rechten Seite. Zakaria klärt das Ganze erstmal.
Doch die Verteidigung steht. Boateng heute mal wieder im Startaufgebot mit dabei. Und die Gladbacher aktuell ein bisschen ideenlos. Kennt man so gar nicht. Lewandowski mit etwas Glück holt sich Kimmich da den Ball. Gute Grätsche. Doch Bayern bleibt dran. Wo ist die Unterstützung? Kimmich eilt zu Hilfe. Kimmich, Müller. Sehr guter Doppelpass. Kimmich in die Mitte gelegt. Und das, Serge Gnabry. 0:2. Überragend gespielt. Kimmich mit Müller im Doppelpass. Und Gnabry entwischt da seinen Kontrahenten. Und schlägt zu. 2:0 für die Gäste. Das wird eine große Aufgabe für Borussia Mönchengladbach im zweiten Durchgang. Nicht unmöglich und sie sind ja auch nicht chancenlos. Doch Bayern ist schon sehr überlegen. Wir schauen nochmal in Augsburg vorbei. Es ist einigermaßen zäh, gab auch einige Unterbrechungen. Immer wieder kleinere Blessuren, keine schweren Verletzungen. Aber dementsprechend gibt es ja auch 3 Minuten obendrauf. Wir warten noch auf die erste fette Chance für den ersten FSV Mainz. Doch Augsburg scheint näher dran zu sein. Richter jetzt aber im Abseits. Und dann dürfte es das hier wohl für den ersten Abschnitt auch gewesen sein. Ja, die Fußlänge ist er da eben im Abseits, der Marco Richter. Heute im Startaufgebot für Hahn dabei. Weiter bei von Niakate. Kein Abseits. Robin Quaison mit dem 1:0. Was ist denn das? Das ist ja nicht zu glauben. Was für ein Tor. Quaison entwischt da der Augsburger Verteidigung, die wohl schon in den Katakomben war. Um Himmels Willen. Da kommen sie nicht mehr hinterher. Und Robin Quaison schießt Mainz in Führung. Und keiner weiß, wie das funktionieren kann. Die Vorlage von Niakate. Am eigenen 16er der Freistoß. Und Quaison hat darauf gelauert. Unglaubliches Tor. Und somit gehen wir doch nicht 0:0 in die Pause. Sondern mit 0:1. Überall ist Pause bis auf Dortmund, deswegen nochmal schnell ins Westfalenstadion. Gibt's hier auch noch einen späten Treffer. Marco Reus, Guerrero, das ist zu kleinteilig. Axel Witzel, kein schlechter Ball, Sancho. Und wieder Steffen. Und jetzt ist Pause. Das wäre es jetzt nochmal gewesen, der hätte gepasst. Starke Parade von Steffen. Schauen wir auch noch mal kurz auf eine Möglichkeit von Düsseldorf. Auch noch nicht so lange her. Birki hält das Ding aber fest. Das war's hier für die ersten 45 Minuten. Wir sind gespannt auf die zweiten. Dann hoffentlich mit etwas mehr Toren. Jo, das war's erstmal mit der ersten Halbzeit. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, ansonsten, es werden jetzt noch einige Tore fallen in der zweiten Halbzeit. Das kann ich euch versprechen. Deutlich mehr als im ersten Abschnitt. Ja, ansonsten danke fürs Reinschalten. Weiter geht's und ja, viel Spaß und danke fürs Dabeisein. Wir starten in die zweite Hälfte in Leipzig und schauen auf die dickste Chance im ersten Abschnitt. Was für eine Chance. Doch Schick bringt es fertig, den Kopfball aus kürzester Distanz noch rüberzulegen. Hoffenheim stößt an in den blauen Trikots von links nach rechts jetzt im zweiten Abschnitt. Eines von zwei Spielen, das noch 0:0 steht. In Dortmund ja ebenfalls noch keine Tore gefallen. Hoffen wir mal auf Besserung. Hoffenheim kommt jetzt zumindest mal nach vorne. So offensiv hat man sie lange im ersten Durchgang nicht sehen können. Robertsko! Das war deutlich gefährlicher als alles andere, was die Gäste im ersten Abschnitt zu bieten hatten. Toller Abschluss, aber auch gute Parade von Mvogo. Das wäre mal ein Beginn gewesen.
Eckball von der linken Seite. Gibt's noch eine Chance? Gucken wir uns noch an. Dann geben wir gleich weiter. Robert Sko. Bicacic. Aufsetzer, aber recht weit vorbei. Also, die Zeitlupe nehmen wir noch mit. Suboptimal getroffen und dann schauen wir in Freiburg vorbei. Wo die Gäste mit 1:0 führen. Arnold hatte den Treffer erzielt. Und sie wollen nachlegen. Doch Freiburg lässt das auch nicht so einfach mit sich machen. Christian Günther im Zusammenspiel mit Lukas Höhler. Passsicher sind sie, die Mannen von Christian Streich. Aber nach vorne ist das etwas zu behäbig. Dann sind genügend Wölfe wieder hinterm Ball. Petersen raus zu Günther. Genau das meine ich. Da kommen die Wölfe nicht wirklich in Bedrängnis. Petersen, der gehört eigentlich in die Mitte. Und dann können sie es wiederum klären. Freiburg bleibt aber dran. Robin Koch, weiter Ball raus zu Günther. Kein Abseits. Wo bleibt die maßgeschneiderte Flanke? Abstoß. Das gibt hier einen Wechsel. Ginczek kommt für Joao Victor und wir wechseln ebenfalls. Hier ist aktuell noch nicht so viel drin. Hier sieht es besser aus. Dicke Chancen schon für Augsburg. Und jetzt wieder vielleicht. Julian Schieber reingekommen. Bayer legt raus. Vargas. Aber abseits. Da müssen sie noch etwas genauer aufpassen. Ansonsten wäre das eine Riesenchance gewesen. Da müssen sie mehr draus machen. Das wissen sie. Tor an Leipzig. Jetzt auch. Ab nach Leipzig. Das 1:0 für RB Leipzig. 62. Minute. Timo Werner schlägt zu. Wird da nicht konsequent angegriffen. Wuchtet den Ball ins kurze Eck. Baumann wird noch die Sicht von Kevin Vogt etwas verdeckt. Kann er nicht mehr schnell genug reagieren. Somit die roten Bullen. Nun in Front und an der Tabellenspitze. Tor in Gladbach. Apropos Gladbach, eben hinten liegt. Wie sieht's aus? Nicht gut. 0:3, 62. Minute. Perisic legt auf, kriegt die flache Flanke von rechts ganz gut kontrolliert und Thomas Müller kommt, haut ihn rein. Das wirkt so, als könnte es der erste richtig dicke Dämpfer sein für Borussia Mönchengladbach. So hat man sie bislang in der Bundesliga zumindest noch nicht gesehen. Vielleicht gegen Union Berlin, aber der FC Bayern macht es auch richtig gut. Langer Schlag, Manuel Neuer ist da. Ballfehler bzw. Annahmefehler. Neuer sollte schleunigst zurück ins Tor gehen. Zakaria traut sich aber nicht. Und jetzt ist Neuer zurück. Zakaria, Kramer kommt nicht durch. Nochmal Dennis Zakaria. Ne, wir geben nach Dortmund. Gute Möglichkeit. Doch wieder ist Steffen da. Da verzweifeln sie dran, die Dortmunder. Jadon Sancho. Akanji steckt zu Julian Brandt. Und jetzt ist der Ball im Tor. 1:0 für den BVB. Die Südtribüne explodiert. Dieser Treffer ist überfällig. Akanji hält es auch nicht mehr hinten. Und Julian Brandt bleibt eiskalt. Steffen kommt nicht mehr ran. Zu platziert geschossen dieser Ball. Und jetzt herrscht hier richtig gute Stimmung. Julian Brandt hat es besorgt. 66. Minute. Fortuna Düsseldorf in Rückstand. Fanden jetzt im zweiten Durchgang nicht mehr so gut statt.
Aber die Elf von Friedhelm Funkel weiß auch mit so etwas Tor in umzugehen. Gladbach. Das nächste Tor in Gladbach. Wird's jetzt richtig herbe? Im Gegenteil, 1:3. Borussia Mönchengladbach schließt an. Oder ist das nur der Ehrentreffer? Das sei jetzt mal dahingestellt. Ein schnelles 2:3 und die Bayern fangen vielleicht an zu wackeln. Wir geben aber erstmal weiter nach Freiburg. Der SC Freiburg wird besser. Koch mit dem weiten Ball. Kein Abseits. Günther mit der Flanke. Gut von Brooks aus Versehen weitergeleitet. Verliert er das Kopfballduell mehr oder weniger. Und Schmid macht viel zu wenig draus. Tor in Augsburg. Trifft den Ball schlecht. Und jetzt schnell nach Augsburg. Endlich ist es da. Florian Niederlechner. Das 1:1 und es ist unglaublich, wie lange sie darauf hingearbeitet haben. Dickste Chancen en masse. Sie klappten einfach nicht, diese Möglichkeiten. Jetzt endlich überwinden sie Robin Sentner. Der FC Augsburg gleicht aus, 20 Minuten vor dem Ende in Person von Florian Niederlechner. Vor wenigen Minuten traf er noch das Aluminium. Die Verzweiflung drohte. Und der erste FSV Mainz 05 gibt da jetzt vielleicht noch alles aus den Händen. Fehlpass von Maxim, wirkt nicht ganz sattelfest heute. Und Augsburg glaubt weiter dran. Niederlechner raus zu Vargas. Zentner etwas unsicher. Klärt zum Eckball. Den gucken wir uns noch an. Und die Hoffnung ist zurückgekehrt beim FCA. Marco Richter legt sich den Ball zurecht. Kann Mainz damit um? Robin Sentner sortiert dann nochmal seine Mannen. Marco Richter wartet, schaut sich das ganz genau an. Marco Richter, Florian Niederlechner, nicht zu glauben. 76. Spielminute. Die Fuggerstädter drehen das Spiel in Person von Florian Niederlechner. Wunderbare Abnahme. Und Sentner kommt nicht mehr rechtzeitig runter. Turbulente Phase hier, es steht 2:1. Kommt Hoffenheim nochmal zurück in Leipzig vielleicht? Nicht undenkbar, Kader Rabeck gerade mit dem Abschluss im Vogo pariert. Der anschließende Eckstoß verpufft, Vogo hat das Spielgerät in der Hand. Kann's Leipzig jetzt entscheiden, Werner. Kein guter Ball. Die Čačić, passt auf. Aber Hoffenheim muss nach vorne kommen. Klar, Leipzig setzt sie früh unter Druck. Jetzt aber mal etwas mehr Platz für Florian Grilic und Sagica Damian. So aber nicht. Nicht gegen Upamecano und Co. Die dreschen diese Bälle ganz einfach raus. Haben damit keine Probleme umzugehen. Wo bleibt der Abschluss? Jetzt vielleicht. Nein, Ilsanker schmeißt sich rein. Verhindert da Schlimmeres. Wie sieht es in Dortmund aus? Bringen sie es über die Zeit? Sieht ganz gut aus aktuell. Der BVB sollte aber vielleicht noch einen drauflegen. Jadon Sancho. Julian Brandt, die spielen heute sehr gut in Kombination. Der Flankenball nicht gut genug. Morales hat den Ball. Und Bernhard Tepetai.
Morales, Hennings legt raus zu Suttner. Der hat ein bisschen viel Platz da für meine Begriffe. Suttner legt den Ball in die Mitte und das Lewis Baker. Und das ist eben Fortuna Düsseldorf. Wie in Sinsheim, wie in Gelsenkirchen. Sie schlagen zurück, geben sich nicht auf und bringen den Gegner zur Verzweiflung. Der BVB schluckt das 1:1. Jetzt ist es mal nicht Hennings, sondern Baker. Tor in Freiburg. Und in Freiburg fällt auch noch ein Treffer. Ebenfalls das 1:1. Lukas Höhler. Der SC Freiburg gibt sich nicht auf und kann feiern. Die Wölfe komplett bedient. Lukas Höhler. Schöne Direktabnahme. Ähnliches haben wir in Augsburg gesehen. Dort von der anderen Seite. Castells kann überhaupt nichts machen aus kürzester Distanz. Der SC Freiburg schlägt zu. In Augsburg ist es ja auch noch spannend. Kann man nicht anders sagen. Kommt der erste FSV Mainz 05 nochmal zurück. Aktuell sieht es nicht so gut aus. Augsburg macht's clever. Richter zu Julian Schieber. Julian Schieber, das wäre natürlich auch nochmal die Geschichte gewesen. Fast dauerverletzt. Fest nirgendwo in der Bundesliga so richtig Fuß. Der kann einem fast leid tun. Jetzt macht er hier fast den Deckel drauf. Soweit ist es aber noch nicht. Der erste FSV Mainz nochmal. Aaron Martin wird gefoult. Freistoß aus dem Halbfeld. Nicht gut, was Tin Jedwai da anstellt. Pardon, Fredrik Jensen ist es gewesen. Sie verbindet die ähnliche Frisur und die Handschuhe. Unnötig. Und dadurch nochmal ein hoher Ball. Gibt es die Chance? Levin Öztunali. Soloi und Co. bündeln sich im 16er. Öztunali. Der gerät zu lang. Wie sieht's in Gladbach aus? Gibt nochmal Ecke Hermann. Doch David klärt das Ganze. Und das war's. Gladbach schnupperte zumindest am Anschluss. Doch müssen sich hier mit 2 Toren Unterschied geschlagen geben. Bayern war heute die bessere Mannschaft. Die Gladbacher gaben sich nicht auf, aber geben vermutlich fürs Erste die Tabellenführung an Leipzig ab. Das soll es aus Gladbach gewesen sein. Wir schauen zum Abschluss nochmal eine Station weiter. Zum aktuellen Tabellenführer. Und das ist RB Leipzig. Sie setzen sich mit 1:0 durch gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Das geht so in Ordnung. Die Sinsheimer nicht so gut aufgelegt. Und so muss man dann hier als Verlierer vom Platz. Das soll es gewesen sein aus der Konferenz. Jetzt gibt es nochmal die Kurzzusammenfassungen. Oder es geht weiter mit dem Topspiel. Wie Sie es mögen, bleiben Sie am Ball. Der BVB gegen Fortuna Düsseldorf und die Fortunen haben gezeigt, dass sie auch Spitzenteams immer gefährlich werden können. Schalke, Hoffenheim, allesamt haben gegen die Düsseldorfer leiden müssen. Borussia Dortmund wollte jetzt diesen gar nicht erst gegenüber einbrechen. So begannen sie auch besser. 9. Spielminute, erste richtig gute Möglichkeit. Steffen ist aber auf der Hut, pariert den Ball, der etwas zu unplatziert geschossen war. Doch Fortuna Düsseldorf nach vorne immer wieder bemüht, Nadelstiche zu setzen. Das konnten sie auch so durchdrücken. Alfredo Morales mit der Flanke und Bormuth nach einer Standardsituation vorne geblieben, setzt den Kopfball
aber etwas zu hoch an, setzt sich dadurch im Duell. Bringt den Ball aber nicht auf den Kasten. Der zweite Durchgang dann wieder vom BVB besser geführt. Etwas zwingender die Möglichkeiten. Der schwarz-gelben Marco Reus, aber wieder Steffen. Der legte einen super Auftritt hin. Doch der Druck wurde noch höher. Zagadou schiebt das Ganze mit Reus an und Jadon Sancho zu Akanji steckt durch zu Julian Brandt. Und in der 66. Minute dann doch das 1:0 für den BVB. Das war auch verdient zu diesem Zeitpunkt. Doch Düsseldorf schlug gegen Hoffenheim spät zu. Und so war der BVB gewarnt. Schlussphase über die linke Seite geht Suttner an und Lewis Baker läuft am schnellsten durch. Und bringt das 1:1. 88. Minute. Der BVB muss sich hier mit einem Remis zufrieden geben, weil Düsseldorf einmal mehr zeigt, dass sie bis zum Ende kämpfen. So holen sie sich hier den sicherlich etwas glücklichen Punkt aus Dortmund. RB Leipzig, der Favorit im Duell mit der TSG 1899 Hoffenheim. Die Sinsheimer lassen einfach zu viele Punkte liegen in Spielen, wo man den Sieg normalerweise einfahren muss. Leipzig hätte sich gegen Paderborn fast noch das 3:3 einschenken lassen, aber sie retteten es über die Zeit hier. Zunächst spielbestimmend. Die großen Chancen blieben lange Zeit aber aus. 24. Minute dann mal Konrad Leimer aus der zweiten Reihe. Oliver Baumann ist aber zur Stelle und kratzt den raus. Von der Schröder-Elf relativ wenig zu sehen. Leipzig dominierte weiterhin das Geschehen. Christopher Nkunku mit Poschta im Zweikampf. Klostermann rückt nach, bringt diesen Flankenball an die Latte und Patrick Schick bringt das Kunststück fertig aus kürzester Distanz den Ball mit dem Kopf noch über die Querlatte hinwegzusetzen. Zweiter Durchgang, nun auch Hoffenheim mal aktiv. Robertsko gegen Vogo, der hier richtig was auffahren muss, um den zu halten. Das war ein strammer Schuss. Gut platziert, aber Vogo ist im kurzen Eck da und pusht sich vollkommen zurecht. Die Partie wurde im zweiten Durchgang offener. Leipzig tendenziell aber weiterhin etwas besser. Timo Werner von Klostermann bedient. Fackelt nicht rum. Haut den Ball ins kurze Eck rein. Zu wuchtig geschossen, als dass Oliver Baumann da noch was ausrichten konnte. Hoffenheim rannte nun an, wollte den Ausgleichstreffer erzielen. Kramaric nochmal zu Kaderabek. Doch im Vogo hält damit den Dreier fest. RB Leipzig setzt sich knapp, aber letztlich auch verdient mit 1:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim durch. Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor Tabellenführer. 4:2 schlugen sie den SC Freiburg in einer wirklich tollen Partie. Bayern musste die erste Niederlage unter Flick hinnehmen. 1:2 verloren sie gegen Leverkusen. Chancenwucher betrieben sie da. Hier waren sie früh unter Druck. 4. Minute. Manuel Neuer aber ohne Probleme den Ball zu parieren. Immer noch in der Anfangsphase. Nun auch Bayern nach vorne unterwegs. Goretzka zu Joshua Kimmich, der nicht durchkommt. Aber Lewandowski steht an richtigem Ort, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit und schießt zum 1:0 ein. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal die Bayern. Kimmich, Müller, sehr guter Ball, kein Abseits, in die Mitte gelegt und Serge Gnabry schlägt zu, 44. Spielminute. Zu Beginn war Gladbach besser, dann fand Bayern gut rein und verdiente sich so die 2:0 Halbzeitführung. Kurz nach dem Seitenwechsel diese Aktion. Joshua Kimmich setzt sich da gut durch. Dann ein Übersteiger, muss den Ball in die Mitte legen. Testet Jan Sommer, der hat keine Probleme. Doch Bayern war nach wie vor besser. Ball auf Koman, der ist rechts außen unterwegs. Zieht den Ball in den Strafraum. Perisic schlägt zurück und Thomas Müller ist der Nutznießer dieser guten Aktion seiner Vordermänner. 62. Minute und 3:0.
Die Partie war entschieden, doch Borussia Mönchengladbach ließ sich nicht so einfach hier unterkriegen. Zakaria mit dem 1:3, 68. Minute. Es gab noch ein paar weitere Chancen danach, doch Gladbach konnte diese nicht nutzen. So verlieren sie 1:3. Mit etwas mehr Glück hätten sie noch einen Punkt rausholen können. Doch unterm Strich geht dieses Resultat so in Ordnung. Der VfL Wolfsburg unterlag zu Hause dem SV Werder Bremen mit 2:3. Nun zu Gast in Freiburg. Kein leichtes Unterfangen. Die Wolfsburger fingen aber besser an. Roussillon, Arnold im Zusammenspiel. Wout Weghorst, Arnold auch sehr gut. Dann ist es der Niederländer mit dem ersten Ausrufezeichen. Testet da Marc Flecken. Der patzte einmal gegen Borussia Mönchengladbach beim 4:2. Danach machte er wieder eine richtig gute Partie. Wolfsburg war im ersten Abschnitt doch deutlich besser. Weghorst legt quer zu Arnold und diesmal schlägt er zu. 37. Minute. Nichts mehr zu halten für Marc Flecken. So ging es dann verdientermaßen mit 0:1 in die Pause. Der SC Freiburg hatte noch viel Luft nach oben, kam jetzt aber so langsam rein im zweiten Durchgang. Wolfsburg nach einer Ecke weit aufgerückt, kommen nicht so richtig hinter den Ball. Freiburg in Überzahl. Günther mit dem Flankenball. Brooks unglücklich aufgelegt zu Jonathan Schmid. Was der draus macht, ist aber unterste Schublade. Es gab nochmal eine Standardsituation. Von der rechten Seite. Günther tritt ihn rein und da ist Lukas Höhler. 88. Minute, doch noch der Ausgleich. Durch einen engagierten und couragierten Auftritt im zweiten Abschnitt verdienen sich die Freiburger diesen Punkt. Bei den Wolfsburgern kehrt wieder die Tristesse ein. Ein 1:1 in Freiburg, das ist für sie natürlich zu wenig. Der FC Augsburg gegen den ersten FSV Mainz 05. Die Fuggerstädter holten sich einen Punkt aus Köln ab. Die Mainzer im Derby, im vermeintlichen zumindest, gegen Frankfurt am Montagabend zogen sogar mit 3 Punkten von dannen. Die erste Chance bot sich hier Sergio Cordova in der 17. Minute. Die war richtig dick. Die erste Bewegung ist gut, der Abschluss dann zu unplatziert. Keine Probleme für Zentner in der Situation. Von Mainz kam wenig, dann dieser Freistoß vom eigenen 16er. Der wird länger und länger. Robin Quaison läuft durch und schießt ein. Äußerst unglücklich für Augsburg zu diesem Zeitpunkt. Die Nachspielzeit war abgelaufen, aber Niakate drosch den Ball nach vorne. 0:1 zur Pause. Die Augsburger ließen sich nicht verunsichern, spielten weiterhin ihren Stiefel runter. Maxim mit dem Fehler. Florian Niederlechner trifft da nur die Latte. Maxim klärt es dann selber. Das hätte es hier schon sein müssen. Der erste FSV Mainz 05 von dieser Führung aber alles andere als getragen. Wieder Augsburg. Vargas legt in die Mitte. Niederlechner, jetzt ist er da. 70. Minute, der lang überfällige Ausgleich. 5 Minuten später, Eckball von der linken Seite. Da ist wieder Florian Niederlechner und der geht rein. Spiel gedreht, absolut verdient. Mainz versuchte nochmal hochzufahren, kam aber nicht mehr rein und verliert hier dementsprechend absolut verdient mit 2:1 gegen sehr gut spielende Augsburger. Topspiel am Samstagabend zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Schalke 04. Leverkusen kann mit diesen Topspielen sehr gut umgewinnen gegen München in der Vorwoche. Ebenfalls Samstag 18:30 mit 2:1 in München. Gute Konteraktion hier über Bellarabi. Den Schalkern sollte das bewusst sein, spätestens seit letzten Samstag, welche Stärke da liegt. Und trotzdem können sie es nicht verteidigen. 21. Minute, Julian Baumgartlinger mit dem 1:0. Nicht als Torjäger bekannt, Nübel wehrt unglücklich ab, kein Vorwurf. Nach dem Schuss von Volland hat er keine andere Möglichkeit.
Der erste Durchgang ging klar an Leverkusen. So konnten sie fast noch einen drauflegen. 45. Minute, Karim Bellarabi zieht da aus 16 Metern ab. Nübel pariert den richtig gut. Das war ein verdeckter Schuss. So einfach war der nicht zu halten. So ging es dann in die Katakomben. Hochverdient für die Leverkusener. Der FC Schalke 04 lieferte keinen so guten Auftritt ab. Nach einer guten Leistung am Freitag in der Vorwoche gegen Union Berlin. Der zweite Durchgang ging dann auch besser weiter für Bayer 04. Julian Baumgartlinger mit dem Doppelpack. Das hat er sich vermutlich nicht mal in seinen kühnsten Träumen vorstellen können. Doch er schlägt zu, bringt Leverkusen mit 2:0 in Führung. Schalke davon jetzt aber aufgeweckt. Weston McKennie ist, das schüttelt da seine Gegenspieler ab. Mascarell zu Benito Raman, 2:1, 64. Minute. Er brachte Schalke gegen Union schon in Führung. Ist jetzt wieder erfolgreich, die Hoffnung war zurückgekehrt. Doch die Zeit lief davon. Schalke aber glaubte dran. Keine Viertelstunde mehr auf der Uhr, zumindest nach regulärer Spielzeit. Leverkusen verschanzte sich nun hinten. Weston McKennie, Omar Mascarell zu überhastet. Bringt damit Radetzky in keine große Problemlage. Doch Königsblau kämpfte bis zum Schluss. Nochmal eine Angriffssituation. Serdar mit der Flanke. Radetzky faustet den Ball nur in den Rückraum. Und das Omar Mascarell. 86. Minute, nochmal der FC Schalke 04. Am Ende reichte es nicht mehr zum 2:2, denn sie wachten zu spät auf, spielten erst so richtig ab der 60. Minute mit. Der 1. FC Union Berlin empfängt am Sonntagnachmittag den 1. FC Köln an der alten Försterei. Für die Eisernen läuft es gut, trotz der jüngsten Pleite gegen den FC Schalke 04 ist man nach wie vor im Soll. Der 1. FC Köln unter Gisdol das erste Mal einen Punkt geholt. Zuletzt gegen den FC Augsburg. Hier mussten sie aber den frühen Rückstand hinnehmen. Markus Ingvardsen ist zur Stelle am kurzen Pfosten. Lässt dann Timo Horn aus kurzer Distanz auch keine Chance mehr. Aber die Geißböcke übernahmen nun das Zepter. Die erste Chance in der 13. Minute durch Simon Terodde. Noch nicht wirklich gefährlich, aber sie näherten sich so langsam an und es gab eine Menge Top-Möglichkeiten in diesem Anschluss. Eine davon mal beispielhaft herausgearbeitet. Jakobs gegen Trimmel, aber Trimmel spielt einen schwachen Pass. Terodde zu John Cordoba, super Aktion. Diese hätte das 1:1 spätestens verdient gehabt. Doch Köln ging nicht gut mit den Möglichkeiten um. So stand es weiterhin 1:0. Der 1. FC Union Berlin kaum spielerisch mal aktiv gewesen. Nun nochmal vor dem Seitenwechsel. Bülter, Ingvardsen mit etwas Glück vor Sebastian Anderssons Füße. Und das ist wirklich eiskalt. Bitter für Köln. Sie hätten hier führen können, vielleicht führen müssen. Stattdessen liegen sie mit 2:0 hinten, weil Union Berlin eiskalt war. Ähnliches Bild nach dem Seitenwechsel. Terodde mit der ersten Chance. 49. Minute, keine 5 Minuten also im zweiten Abschnitt dabei. Und es gab wieder die nächste Möglichkeit. Doch es sollte irgendwie nicht klappen. Luis Schaub über rechts nimmt Ezibue mit. Diese abgefälschte Flanke wird gefährlich. Jean Cordoba, 52. Minute. Ein Feuerwerk nach Wiederanpfiff. Sorgte aber auch nicht für das 2:1. Die Geißböcke verzweifelten. Schlussphase stattdessen nochmal Union Berlin. Andersson mit dem dritten Torschuss, fast das dritte Tor. Wäre natürlich deutlich zu viel des Guten gewesen. Am Ende gewinnt Union Berlin mit 2:0, aber nur, weil sie ihre Chancen eiskalt nutzen. Der 1. FC Köln hätte von den Expected Goals hier sicherlich mit 4 oder 5 Toren siegreich vom Platz ziehen können.
Zum Abschluss des 14. Spieltags empfing der SV Werder Bremen den SC Paderborn am Sonntagabend. Die Paderborner waren frech. Nach dem 2:3 gegen RB Leipzig hatten sie auch Motivation sammeln können. Ben Zulinski legt rüber zu Strehli. Mamba! Gute Parade von Pavlenka. Schöne Aktion. Treffer hätte aber auch nicht gezählt, denn Mamba stand knapp im Abseits. Der SV Werder Bremen im Anschluss dieser Situation nach vorne mit dem Ballgewinn über Yuya Osaku. Dann geht schnell Klaassen. Genialer Ball von Rashica auf Leonardo Bittencourt, der aber nach seinem Treffer gegen Wolfsburg hier sich den Ball etwas zu weit vorlegt. Und so bekommt Zingerle die Chance, den Ball zu parieren. Und macht das auch, macht sich da groß. Starke Aktion des Paderborner Schlussmanns. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel nochmal der SC Paderborn. Jasula, Zulinski, über Umwege der Ball zu Jasula an den Pfosten. Doch Mamba setzt nach. 37. Minute. Das 1:0 für die Gäste, nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt. Sie hielten vollkommen dagegen. 0:1 also zum Pausenpfiff. Werder Bremen konnte mit dem Sieg in Wolfsburg eine Mega-Negativ-Serie überwinden. Jetzt lagen sie wieder zurück, aber steckten den Kopf nicht in den Sand. Yuya Osaku zu Rashica. Anschluss hergestellt, beziehungsweise Ausgleich hergestellt. 51. Minute, Milot Rashica, die Lebensversicherung des SVW, schlägt wieder zu. Nur noch 20 Minuten auf der Uhr. Es war eine offene Partie jetzt bis zum Schluss. Bargfrede verliert den Ball. Der SC Paderborn schaltet schnell um. Vasiliades, sehr, sehr guter Ball zu Kai Pröger. Und der scheitert an Pavlenka. Eine tolle Partie. Von beiden Mannschaften gut geführt. Stand hier weiterhin auf Messerschneide. Ballverlust von Paderborn nach einem Eckstoß. Und dann geht schnell Rashica auf Osaku. Da kommt keiner hinterher. Yuya Osaku alleine vor Leopold Zingerle. Und Yuya Osaku behält die Nerven. Nach einem 50-60 Meter Sprint bleibt er so eiskalt. Entscheidet diese Partie zugunsten des SVW. Sie hätte in beide Richtungen kippen können. Aber so sieht es nun mal aus, wenn man auf dem letzten Tabellenplatz steht. Paderborn verliert mal wieder höchst unglücklich. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns in Kürze wieder. Bis dahin und adios.